Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es ein spanisches Duroc-Schweinefilet, gefüllt mit Sobrasada de Mallorca und Oliven. Und wie das gemacht wurde, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Als Zutaten brauchen wir heute Filet vom Duroc-Schwein. Wenn ihr das nicht habt, geht natürlich ganz normales Schweinefilet genauso. Salz, einen Barbecue-Rub eurer Wahl, der zu Schwein passt. Ich habe hier Johnny's Pork Rub Volume 1 von der Grillshow. Dann Sobrasada de Mallorca, das ist eine streichfähige Paprika-Rohwurst, die auf Mallorca hergestellt wird. Die ist sehr intensiv würzig und hat einen sehr hohen Fettanteil. Die hatten sie letztens zum Frühstück und da meinte meine Frau: Mensch, lass uns doch mal ein Schweinefilet damit füllen. Ja, und das machen wir jetzt. Des Weiteren brauchen wir noch schwarze Oliven und Serrano-Schinken. Die Zutatenliste findet ihr wie immer am Ende des Videos. Genaue Mengenangaben sind in diesem Fall sinnlos. Ihr müsst einfach von jedem so viel verwenden, wie ihr braucht. Unser Duroc-Schweinefilet haben wir jetzt aus der Packung genommen und werden es jetzt erstmal ein bisschen putzen, von Sehnen befreien, ein bisschen trimmen. Zum Entfernen der Sehnen geht man dabei mit einem scharfen Messer unter die Sehnen runter und zieht es dann so seitlich weg, dass möglichst kein Fleisch dran hängen bleibt. Das Ganze überall da, wo es notwendig ist, sodass das Filet nachher schön sauber ist und wir es weiterverarbeiten können. Wenn das geschafft ist, schneiden wir das Filet, so wie hier zu sehen, der Länge nach auf. Vorsichtig, dass wir es nicht zerschneiden. Und schneiden dann jeweils von der Mitte beginnend nochmal zu den Außenseiten. Auch hier wieder aufpassen, dass wir es nicht zerschneiden. Ich habe das auch schon diverse Male gezeigt. Am Ende soll das Ganze hier so ein schönes flaches Stück ergeben, was wir dann füllen können. Als nächstes würzen wir die Außenseite mit Salz und etwas von dem Barbecue Rub. Schön verteilen das Ganze, nicht zu sparsam sein, aber auch nicht zu viel würzen. Dann drehen wir das Filet wieder um und nun kommt unsere Sobrasada de Mallorca ins Spiel. Man sieht hier schon, die ist wirklich sehr weich und streichfähig. Und damit bestreichen wir nun die Innenseite des Filets. Schön gleichmäßig und auch hier wieder nicht zu sparsam sein.
In die Mitte geben wir dann noch in Scheiben geschnittene Oliven, so wie hier zu sehen. Und nun rollen wir unser Duroc-Schweinefilet ein. Dabei schön auf Zug achten, damit das Ganze nachher nicht gleich wieder aufgeht. Den Serrano-Schinken habe ich hier schon mal auf die Länge des Filets mit jeweils zwei Scheiben hintereinander ausgelegt. Und darin wickeln wir unser Schweinefilet nun vorsichtig ein. Der Grill ist auf knapp 200 Grad vorgeheizt, der linke und der rechte Brenner sind an. Wir geben unser Schweinefilet nun auf einer Contestform in den indirekten Bereich und grillen es indirekt bis zu einer Kerntemperatur von 65 Grad. Ja, und auch bei Schnee und Kälte darf natürlich das Grillbier nicht fehlen. Heute gibt es was Heimisches, nämlich eine Untergiesinger Erhellung vom Giesinger Bräu aus München. So, ich habe Durst und werde mir das jetzt schmecken lassen. Zum Wohl! Nach guten 45 Minuten haben wir unsere gewünschte Kerntemperatur erreicht. Wir nehmen unser Duroc-Schweinefilet jetzt vom Grill, lassen es ordentlich rasten und dann können wir anschneiden und essen. Beim Anschnitt reißt leider ein Stück vom Schinken ab, soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Aber ansonsten schaut selbst, sieht das nicht lecker aus? Butterzart und schön saftig ist es geworden, genauso wie es sein soll. Ja, und auch geschmacklich war das Ganze wirklich sehr gut. Das zarte Duroc-Filet hat mit der würzigen Sobrasada, dem Serrano-Schinken und den Oliven perfekt zusammengepasst. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal so eine Sobrasada de Mallorca in die Hand kriegt, das mal nachzumachen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken. Und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.